Alles klar. Bis gleich. Sonne. So. Moin. Als erste News. Ich lebe noch, falls irgendjemand sich gewundert hat. Ich habe halt jetzt im Januar, Februar irgendwie nichts gebracht. Das Video, was jetzt kam, also was zuletzt kam, der Arbeitsalltag, das war schon im November gedreht, glaube ich. Und da habe ich die ganze Zeit mit meiner Ausbildung gequatscht, weil die ja irgendwie wollten, dass ich das mit Instagram mache oder nicht mache. Ja, aus dem Instagram-Ding ist dann wohl doch irgendwie nichts geworden oder keine Ahnung, ich habe davon auf jeden Fall nichts mehr gehört. Egal. Genau, das kam mir auch relativ gut an. Mal gucken, ob ich wieder sowas mache oder in welche Richtung das als nächstes geht. Also ich habe da auf jeden Fall Bock drauf, von der Arbeit so Sachen zu zeigen. Aktuell ist halt viel Homeoffice, dementsprechend ist ja jetzt nicht so viel zu zeigen, aber mal gucken. Dann, was steht als nächstes an? Als nächstes an steht bei mir zumindest so rein, was vielleicht videotechnisch interessant wäre. Eine Blasen-OP tatsächlich. Also ich habe jetzt in letzter Zeit viel weniger bzw. quasi aufgehört, meine Kamera mit überall hinzunehmen. Habe sie dann letztes Mal sogar nochmal mitgehabt, habe sie aber nicht aufgebaut, ausgepackt. Möchte ich eigentlich wieder häufiger machen bzw. werde ich wieder häufiger machen jetzt. Ich habe jetzt wieder Schienen abgeholt, habe jetzt auch neue Handschienen. Ich will mit euch mal testen, ob ich jetzt vielleicht sogar selbstständig essen kann. Jetzt gerade habe ich sie nicht dran, weil... Tatsächlich, weil ich damit einfach nicht so gut fahren kann und da muss ich mir nochmal überlegen, wie wir das genau machen. Ich kann das gerne auch nochmal zeigen. So, diese Blasen-OP. Also, es ist im Endeffekt, geht es darum, mir die Blase zu botoxen. Was heißt das genau? Blase botoxen, das macht man nicht, damit die Blase schön aussieht und ich dann sagen kann, guck mal, ihr alle macht euch immer die, keine Ahnung, Kinn, Nase, Ohren, was weiß ich, was man alles aufspritzt, Lippen. Ich lasse mir die Blase aufspritzen. Sondern hat denselben Grund wie beim Muskelbotoxen generell, was ich ja auch schon gezeigt habe. Müsst ihr einfach mal oben draufklicken. Es geht dabei darum, dass eben dieser Muskel gestillt wird, beziehungsweise der Muskel nicht mehr so Spastiken hat. Gerade bei der Blase denkt man jetzt erstmal nicht so wirklich dran. A, was, das ist ein Muskel. Und B, das interessiert mich doch nicht, ob der sich zusammenzieht, weil das interessiert mich doch nicht. Ist aber dann doch so, man muss sich halt vorstellen, die Blase, wenn die krampft, da tut das A richtig weh und ist bei mir B auch so dafür verantwortlich, dass ich, wie heißt das denn nochmal? Na, sag. So, was für eine Dysfunktion kriegt man davon? Ja, ich werde es auf jeden Fall einblenden, was für eine Dysfunktion man davon kriegt. Also, dass man davon halt so eine Dysfunktion kriegt. Es wäre übrigens die autonome Dysreflexie gewesen. Und es handelt sich hierbei um eine querschnittbedingte, unkontrollierte Ausschüttung von Stresshormonen, die zu einem lebensbedrohlichen Bluthochdruck führen kann. Häufigste Auslöser sind in ca. 80% aller Fälle Blasenprobleme. Ja, aber dazu erzähle ich euch jetzt noch weiter was. Das heißt im Endeffekt, dass man halt so auf bestimmte Sachen mit Bluthochdruck reagiert. Und Bluthochdruck ist daher gar nicht mal so spaßig. Das heißt also, erstmal kriegt man Herzklopfen, dann hast du Schweißausbrüche. Dann ist das einfach, das ist so ein Gefühl, das kann man gar nicht beschreiben. Das tut weh, aber das tut nicht weh, sondern ist einfach extrem unangenehm, aber tut gleichzeitig auch weh. Das ist, das kann man nicht wirklich sagen. Und wenn es dann ganz schlimm wird, dann geht es halt Richtung Übelkeit, Kopfschmerzen. Solche Kopfschmerzen hast du noch nicht gehabt. Wenn du solche Kopfschmerzen hast, dann musst du sofort zum Arzt, weil das ist dann echt nicht mehr lustig. Und solche Kopfschmerzen, die sind halt auch wirklich gefährlich, beziehungsweise diese ganze Dysfunktion und Bluthochdruck an sich, weil da natürlich das Schlaganfallrisiko recht hoch ist. Ne, wenn man so extreme Kopfschmerzen hat, beziehungsweise so einen hohen Druck, das kommt daher, dass sich dann alle Gefäße zusammenziehen. Und wenn sich Gefäße zusammenziehen, dann machen die halt Druck und das ist dann das Problem. Und der Kopf, normalerweise versucht man dagegen anzugehen, der ganze Körper oder der ganze Körper nicht mehr so dran, ganz darauf reagiert, was das Gehirn so sagt und was eigentlich so passieren soll, kriegen die halt nie das Signal, okay, ich kann mich jetzt entspannen, sondern ziehen sich halt weiter zusammen und das macht halt diese Kopfschmerzen und dann denkt man sich, Alter, mein Kopf platzt und es ist wirklich so, dass dein Kopf dann platzt. Also er platzt dann nicht, aber könnte. Und das wäre schlecht, weil ein Schlaganfall kann ja auch Lähmung hervorrufen. Na gut, dann bin ich ja doch auf der sicheren Seite. Nee, aber so. Jedenfalls, meine Güte, ist halt durch eine Injektion von Botox in die Blase, will man halt erreichen, dass die halt gelähmt ist. Und dass durch diese Lähmung eben dieses Zucken, dieses Zusammenziehen der Blase verhindert wird. Und das möchte ich jetzt bei mir machen lassen. Und dafür habe ich jetzt bald eine OP.
Und da will ich mal gucken, ob ich irgendwie das schaffen kann, euch eventuell mitzunehmen. Muss ich mal gucken, wann ich das mache, ob ich da dann morgens direkt filme. Weil ich will so viele Sachen auch filmen. Ich mache es aber nicht. Auch das hier jetzt. Ich habe da schon wieder gerungen ohne Ende. Mache ich das jetzt, mache ich das nicht? Nö, kein Bock. Ach, vielleicht doch. Was natürlich gut ist, ist, dass das Wetter geil ist und ich deswegen mittlerweile ohne Jacke raus kann. Und wenn ich ohne Jacke raus kann, ist die Hemmschwelle schon mal viel geringer. Weil Jacke sagt, muss man einfach mal so sagen. Das ist so das, was an Neuigkeiten jetzt, zumindest was in Richtung OP geht, ja, im Raum steht und wo ich mich dann mal mit auseinandersetzen werde, beziehungsweise wo ich dann mich dann nochmal melden werde, wenn es dazu kommt. Ich will natürlich trotzdem andere Videos noch bringen und so und hoffe, dass ich jetzt wieder anfange, aber ich werde es nicht versprechen, weil irgendwie ist im Moment so ein bisschen Motivationsdowner. Also generell, bei der Arbeit geht es jetzt wieder, da war es jetzt auch so, dass ich schulisch da nicht so gut war. Da ziehe ich jetzt im Moment wieder hoch, aber generell ist irgendwie im Moment so ein bisschen schwierig. Das wird schon wieder. Da gehe ich schwer von aus. Ja, das war es dann auch schon mit diesem Video. Wenn ihr weitere Fragen zu dieser Blasengeschichte habt, wie das genau funktioniert und so, dann fragt das gerne, dann mache ich da nochmal ein Video zu und ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ihr mich mal wieder gesehen habt und ja, haut rein, bis dann, ciao.